Führerraum besetzt. Fahrdienstleiter Freiburg für TF ICE 279, bitte kommen. AFB. Hier TF ICE 279, ich bin dann soweit fahrbereit. Alles klar, wird auch Zeit. Dein Zug hat bei Frankfurt durch eine Oberleitungsstörung schon 20 Minuten Verspätung gesammelt. Du wirst eh nicht mehr rausfahren können, aber vielleicht kann der Zug nur wenigstens danach pünktlich in Basel SBB die Wende machen und dann nach Hamburg aufbrechen. Der Schneefall wird noch ein bisschen mehr werden, aber im Katzenbergtunnel bist du ja gut geschützt. Dreh ruhig mal die Heizung auf, draußen sind es ja nur noch 2 Grad. Dann wünsche ich dir mal eine gute Fahrt und eine ruhige Schicht. Danke, dir auch noch eine ruhige Schicht. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022. Der Danny spielt das. Ihr habt es mitbekommen. Unser Zug hat, bedingt durch das Wetter, was ihr hier seht, in starken Schneefall einiges an Verspätung, die wir hier auch nicht mehr aufholen können. Wir sind bereits in Freiburg mit Verspätung angekommen. Und werden diese auch bis Basel-Bad Bahnhof nicht mehr herausfahren können. Das heißt, dieses Szenario ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. So will ich es jetzt mal sagen. Aber das Ganze ist dem Wetter geschuldet. Machen kann man daran nichts. Das ist nun mal so. Und wir werden versuchen jetzt pünktlich und heile, pünktlich werden wir es nicht mehr schaffen, aber zumindest heile und an einem Stück in Basel anzukommen. Und ja, damit heiße ich euch herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Aerosoft, das sich da nennt Durch den Schnee. Und das Ganze gibt es bei Aerosoft zu kaufen für 9,95 €. Es handelt sich um ein Szenario-Paket von oder bestehend aus 5 Szenarien. Und es nennt sich Szenario Pack 01. Und dieses Szenario ist der zweite Teil und nennt sich Durch den Schnee. Und ich habe das gerade schon mal so ein bisschen angespielt. Es wird uns einiges erwarten. Und seid gespannt drauf. Ja, lehnt euch zurück und habt Spaß. So, wenn ihr erstmal mit 60 aus dem Bahnhof schleichen. Wie gesagt, pünktlich werden wir das nicht mehr abschließen. Aber das ist von vornherein schon zum Scheitern verurteilt, wie ihr seht. Wir haben bereits ein deutliches X bekommen. So, die LZB hat sich gemeldet. Das heißt, wir schalten hier mal deutlich auf. Zack. Sie fahr. 150 fürs Erste. Können auch die HUD schließen, weil wir jetzt durch die LZB gesteuert werden und die alle individuellen oder irgendwelche Besonderheiten auf der Strecke erkennen wird und uns dann rechtzeitig bremsen wird. Das Einzige, was wir noch zu tun haben, ist die Augen auf die Strecke haben und die SIFA betätigen. Wir fahren jetzt nonstop bis Basel-Bad Bahnhof, welchen wir eigentlich um 15.36 Uhr erreichen sollten. Werden wir ihn aber bedingt durch das Wetter und durch die Verspätung erst um 15.48 Uhr erreichen. Meine Stimme geht flöten. Gehört. Der Grund der Verspätung war ein Oberleitungsschaden.
bedingt durch das Wetter. So, jetzt werden wir schon fürs Erste gebremst. Und zwar auf 130 km/h. Richtig Geschwindigkeit werden wir dann nachher in dem Katzenbecktunnel aufnehmen. Aber es gibt noch ein paar Unwägbarkeiten, die uns da, ich sag mal, einen Strich durch die Rechnung machen. Aber alles dazu später mehr. Wunderschön. Wunderschön. So, so. So, es kommt gleich die neue Ansage. Während wir hier mit 100 durch die Gegend fahren, oder 110, jetzt, naja gut, jetzt vielleicht nicht, aber stellt euch vor, ihr sitzt am kalten Wintertag, so wie es jetzt da ist. Knappe 0 Grad, ihr sitzt schön im Zug, im ICE, was gäbe es da Schöneres als einen leckeren Glühwein? Jetzt kommt mir bitte nicht mit Bier oder so. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Weintrinker und Glühwein ist jetzt auch nicht unbedingt mein Fall, aber ich glaube, wenn man so im Zug sitzt, so durch die verschneite Winterlandschaft fährt, ich glaube, der tut ein Glühwein richtig gut. Kann ich mir schon vorstellen. Also am besten noch so, wenn es noch schön so kurz vor Weihnachten ist und man sieht überall diese Weihnachtslichter, Weihnachtsbeleuchtung und es ist so kurz vorm Dämmern oder es ist schon am Dämmern, langsam am Dunkel werden. Ah, ist traumhaft. Dann im ICE sitzen, durch das verschneite Winterwonderland zu fahren. Ich glaube, das ist, stelle ich mir magisch vor. Wunderschön. So, 10 Kilometer bis Buggingen und 44 bis Basel-Bad Bahnhof. Abgestellter Güterzug mit einer 185. Ja, war eine 185. Das habe ich jetzt einfach so beschlossen, es war eine. Das hat man ganz klar an der Außenhaut gesehen, die da etwas geriffelt ist bei den 185. Während bei 101 und 146 die Außenhaut glatt ist, man die ja deswegen auch gut zu bekleben kann, ist die 185 doch etwas geriffelt, wenn ich das mal so sagen darf.
Es ist wunderschön, auch mal so mit einfach ohne Hut zu fahren. Einfach so, ohne irgendwelche Störungen. Also ohne das. Es ist einfach schön, mal so zu fahren. Macht richtig Laune. So, gleich 120. Oder? Fahr. Aber natürlich. Reden macht durstig, habe ich festgestellt. So, jetzt werden wir schneller auf 160. So, Bugingen haben wir dann auch gleich erreicht. Dieses fahren wir dann auf Sie Gleis 2 fahren. durch. Wie gesagt, nochmal zu dem Szenario. Es ist ein Szenario-Paket, welches bei Aerosoft zu kaufen gibt für 9,95 €, das sich dann nennt Szenario Pack 01 auf der Strecke Freiburg-Basel. Und dies ist der zweite Teil des Szenario Packs durch den Schnee. Erforderlich, um die Szenarien fahren zu können, ist der ICE4 natürlich. Baureihe 185, Baureihe 111 und soweit ich noch gelesen habe, das European Loco Asset. So, Booking haben wir dann auch durchfahren. Und in nächster Zeit haben wir dann wieder eine Durchsage. Da kommt uns ein Regionalexpress entgegen, angeführt von einer Baureihe 111. Ah ne, Entschuldigung, es war ein doppelbespannter Güterzug. Ich sag nichts. Doppelbespannter Güterzug durch eine Doppeltraktion Baureihe 185. So war's. Ich glaube, der Regionalexpress kam später. So. Bin gespannt, was er dann gleich, wenn er. Ich weiß das, ich war, wie gesagt, bis zum Katzenbeck-Tunnel gefahren. Und bin mal gespannt, was uns da erwartet.
Auf jeden Fall werden wir gleich auf 100 runtergebremst, laut LZB. Wann auch immer, aber es kommt gleich. So viel kann ich euch versprechen. Aber bitte, wie kann man denn die SIFA vergessen? Um Himmels Willen, die braucht ja alle 30 Sekunden ihre Aufmerksamkeit. Beziehungsweise sie braucht unsere Aufmerksamkeit alle 30 Sekunden. Sonst wird sie richtig wütend und zwingt uns stehen zu bleiben. So, da kommt die angekündigte Geschwindigkeitsbeschränkung von 100 km/h. So, zack. Die Elektronik macht's möglich. Wir werden automatisch gebremst. Ich liebe die modernen Züge. Wobei es auch immer wieder schön ist, mit einer 110 zu fahren, 111 zu fahren, 218 sowieso. Und die haben das ja alles nicht. Also zumindest keine LZB, wobei die 218, die hat noch nicht mal eine AFB. Die hat die 110 auch nicht. Also da ist schon ein richtiges Fahren, richtiges Können gefragt. Da muss man richtig Signalkunde betreiben, damit einem die PZB nicht um die Ohren fliegt. Weil das kann da leicht passieren. Ich glaube, es ist eine trügerische Sicherheit, die wir jetzt haben. Oder trügerische... Ja, ihr wisst, was ich meine. So, jetzt geht es erstmal ganz links rüber. Deswegen auch die 100 km/h. Und dann müsste es gleich eigentlich auch schon in den Katzenbecktunnel gehen. Weil allzu weit ist es nicht mehr bis Basel. 22 Kilometer. Da sage ich doch, 2,50 und jetzt geht's gleich in den Tunnel. Wunderschön, aber ich war schon in dem Tunnel. Seid gespannt drauf, was uns da erwartet. Wunderschön, wie sich der Zug in die Kurve legt. Wunderschön. Schaut euch das an. Wunderbar. Traumhaft. So, Tunnel. Das heißt, wir können und dürfen die Scheibenwischer ausstellen, weil das hat hier drin wenig Sinn. Zack. So, ihr seht es, in 9 Kilometern dürfen wir anhalten oder müssen wir anhalten. Ihr seht die Hand. Und was uns da erwartet, da behalte ich noch stillschweigend drüber, ihr werdet selber sehen. Es wird gleich auf jeden Fall eine entsprechende Ansage geben. Ich muss das auf jeden Fall hier im Auge behalten. 8 Kilometer, okay. So, dann war mal ein kleines bisschen gehupt oder gehornt im Tunnel. Hat sich das auch mal so weit gehört? Das spielt gleich auch noch eine zentrale Rolle. 6 Kilometer. Achtung, Betriebsgefahr. Alle Züge im Katzenbergtunnel sofort anhalten. Ich wiederhole, Betriebsgefahr. Alle Züge im Katzenbergtunnel.
Kraftwerktunnel sofort anhalten. Ihr habt's gehört. Betriebsgefahr, das heißt, wir werden jetzt gleich unseren Zug stoppen müssen. In gut 5,5 Kilometer. Ich lasse das jetzt mal so. Damit ich das bloß nicht verpasse. Aber zu früh möchte ich ja auch nicht anhalten. Wir werden schon mal die Leistung wegnehmen. Währenddessen natürlich die Sichtbar drücken. Und dann werden wir gleich das Bremsen anfangen müssen. Wir sind ja schon über 200. Sollten wir ruhig ein bisschen früher anfangen zu bremsen. Knapp 50. Ja, da habt ihr es gehört, was passiert ist. Alles am Baum. Klar, mit V-Max 40 bis zur Unglücksstelle und dann weiter mit V-Max. Und Pfeifen nicht vergessen. Danke dir. Ja, das mache ich mal kurz das HUD an. Ah, noch ein bisschen Zeit. SIFA. Ja. So, wir sollen ja hupen. Beziehungsweise pfeifen. Das heißt pfeifen. So, das sollte genügen. Ziefer nicht vergessen, sonst bleiben wir sofort stehen. So, fahren wir noch ein bisschen weiter bis zu dem AF. Dann halten wir an. So. Ein bisschen noch. Ein bisschen können wir noch. Passiert nichts. Und dann noch ein Stück weiterfahren. Und direkt auf die Linie anhalten.
da ein Baum ins Gegengleis gestürzt ist. Kannst du bitte die Fahrgäste darüber informieren? Na, da ist ja wieder mal ganz schön was los hier. Kein Problem, ich sag den Gästen Bescheid. Meine Damen und Herren, ich muss Sie leider darauf aufmerksam machen, dass sich unsere Weiterfahrt noch ein bisschen verzögert, aufgrund eines umgestürzten Baumes. Daher werden wir nun unsere Fahrt erst einmal nur langsam fortsetzen können. Von Fahrdienstleistung Basel, Badischer Bahnhof, bitte kommen. Ihr ECE 379 hört? Ja. Deine Verspätung ist zwischen so massiv, dass die pünktliche Abfahrt nach Hamburg für die Folgestraße gefährdet ist. Die Betriebszentrale hat sich gerade bei mir gemeldet und mir mitgeteilt, dass dein Zug daher heute schon in Basel Badischer Bahnhof endet. Alles klar, dann werde ich die Gäste informieren. Alles klar, Fahrt endet heute schon in Basel Badischer Bahnhof. Jetzt ist doch einiges durcheinander hier, oder? Meine Damen und Herren, eine kurze Information. Aufgrund der aktuell knapp 30 Minuten Verspätung endet unser Zug heute bereits in Basel Badischer Bahnhof. Alle Reisenden nach Basel SBB nutzen bitte die SBB 87843 um 16.19 Uhr von Gleis 7. Ich bitte um Ihr Verständnis. So, wir fahren einfach mal weiter, weil ich denke... Ja, jetzt läuft das auch runter. Vorhin ist es nämlich nicht runtergelaufen. Da ist es bei 10.05 geblieben. Und weil ich nicht angehalten habe. Jetzt habe ich angehalten, jetzt funktioniert doch alles. Wunderbar. Gut, dann können wir voll loslegen hier. Zu spät sind wir sowieso volle Kanne. Aber darum geht es ja jetzt auch gar nicht mehr. Geht ja nur noch darum, den Zug heile nach Basel zu bringen. So, gut. 9 Kilometer noch bis Basel. Ja, an sich ein sehr, sehr schönes Szenario, muss ich echt sagen. Also das mit dem Vorfall gerade im Katzenbeck-Tunnel, beziehungsweise außerhalb des Tunnels, war schon sehr, sehr schön, muss ich wirklich sagen. Hat mir sehr gefallen. So, jetzt geht es erstmal wieder runter auf 100. Nämlich diesem Gleiswechsel hier. Und diesem Gleiswechsel. Also an sich hat mir das Szenario sehr gefallen. Auch mit den Ansagen des Zugbegleiters bzw. der Zugbegleiterin. Dann der Ansage des Fahrdienstleiters, der Ansage des Zugführers. Also muss man wirklich sagen, da hat Aerosoft sich wirklich Mühe gegeben, muss ich wirklich sagen, und gefällt mir.
So, und dann ist Basel auch nicht mehr weit entfernt. 4 Kilometer. Ich lasse jetzt den Hard an, weil... Entschuldigung. Weil mit Sicherheit gleich die LZB zu Ende ist. Könnte ich mir vorstellen. Es kommt wieder so ein bisschen die kritische Zeit hier, wo die LZB endet und die PZB wieder übernimmt. Und wenn man da nicht auf Zack ist, dann gibt es sofort eine Zwangsa. Ich wusste es. Zugbeeinflussung. Mal sofort langsam auf 100. LZB zu Ende, ja. CP an, ja. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir dann mit einer Verspätung von ca. 30 Minuten Basel-Badischer Bahnhof. Ah, ich wusste es. Zu schnell, ich wusste es. Ich wollte doch gerade langsamer werden. Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten und verabschiede mich im Namen der Deutschen Bahn und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und eine gute Weiterfahrt. Ja, ja. Gute Weiterfahrt. Zack, hau ich mir voll die Zwangs rein. Ich hab's gesagt, wenn man da nicht auf Zack ist, dann haut's einem sofort eine Zwangs rein. Ah, jetzt auf Überwachung. V-Überwachung. 45. Oh, ah, 45 km/h. Sie fahren. Ah, ich drehe ab, jetzt geht der Stress los. Gute. Was ist denn? Mann, was ist denn jetzt los hier? Ich war doch noch gar nicht auf 45 km/h. Zugbeeinflussung. Weil ich nicht quittiert habe, deswegen. SIFA. Zugbeeinflussung. Ja, ihr habt es gesehen, ne? Wenn man da nicht sofort reagiert, dann haut es einen die Zwangse rein. Zugbeeinflussung. Aber trotzdem ein sehr... Das gibt's jetzt nicht. Das gibt's doch nicht.
Ich hab doch quittiert. Ich drehe ab. Echt, ich kann nicht mehr. Macht keinen Spaß. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Mann, dritte Zwangse innerhalb kürzester Zeit. Gibt's doch gar nicht. Nicht lachen, ist nicht lustig. Ist echt nicht lustig. Macht keinen Spaß. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Irgendwie. SIFA. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So. Das war's mit dem Szenario und mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Trotz der kleinen Pleiten, Pech und Pannen hat es doch echt Spaß gemacht. Ein sehr, sehr schönes Szenario mit ordentlich Action drin. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Restsonntag. Ja. Ihr hört mich dann nächste Woche wieder in einem neuen Video. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny Spitas. Ja, schade, sie haben das Szenario nicht erfolgreich beendet. Ja, welch Wunder. Naja, trotzdem ein sehr schönes Szenario. Und bis zum nächsten Mal. Euer der Danny Spitas. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Bye. Bye.